eine kleine Nuss. Sie ist die Grundlage einer Erfindung, die Millionen Kinder vor dem Verhungern rettet. So genial und von so großer Bedeutung, dass auch Weltstar Dirk Nowitzki dafür wirbt. Hast du damit nichts Besseres drauf? Doch, Leben retten. Und Sie können das auch. Mit Erdnusspaste gegen Mangelernährung. Die Rede ist von einer mit Vitaminen und anderen Zusatzstoffen angereicherten Erdnusspaste. Hergestellt wird der Wundernährstoff inzwischen von 18 Firmen weltweit. Ihr Erfinder ist der Lebensmittelingenieur Michel Lescan. Der Franzose verfolgt von Anfang an ein Ziel. Mich hat die Lebensmitteltechnologie schon immer interessiert und motiviert. Schon wegen meiner Herkunft, meiner Familie. Die Entwicklung von Kindern liegt mir besonders am Herzen. Es war also nur logisch, dass sich mein Unternehmen der Ernährung von Kindern in Entwicklungsländern verschreibt. Mehr als 1 Milliarde Menschen weltweit sind von Hunger betroffen. Allein im Jahr 2013 sterben fast 4 Millionen Kinder an den Folgen von Mangelernährung. Um das große Problem Hunger zu lösen, sucht Lescan mit seinem Team nach einem völlig neuen Weg. Doch ihr erster Versuch, das Präparat F100, hat einen gravierenden Nachteil. Wir haben ein vollwertiges Produkt entwickelt, das in normierten Beuteln abgepackt werden kann. Das ermöglicht eine ideale Portionierung bei genauer Dosierung aller Nährstoffe. Das allein war bereits eine Revolution der Arbeitsabläufe in den Ernährungsstationen. Gleichwohl, die Qualität des Produkts hing maßgeblich von der Wasserqualität ab und war relativ kompliziert in der Zubereitung. Wegen der schlechten Wasserqualität in ihren Heimatdörfern mussten die Kinder in Ernährungsstationen kommen. Sie wurden dort bis zu 30 Tage stationär behandelt und waren Ansteckungsgefahren ausgesetzt. Lescan entwickelt ein Gemisch aus Erdnusspaste, Milchpulver, Pflanzenfetten und Vitaminen, das die Kinder direkt aus der Tüte essen können. Die Vorteile der Paste liegen auf der Hand. Es verlangt keine besondere Zubereitung, keine Mischung mit Wasser. Es ist viel einfacher in der Handhabung, ist mit keinerlei gesundheitlichen Risiken verbunden. So können unterernährte Kinder zu Hause wieder zu Kräften kommen und müssen nicht in Behandlungszentren. Sie macht satt und liefert lebenswichtige Nährstoffe. Lescans Erdnusspaste entwickelt sich zu einem der Schlüsselprodukte im Kampf gegen Hunger und Unterernährung. Eine geniale Erfindung, deren großer Vorteil ihre einfache Handhabung ist. Der Erfolg der Paste ist leicht zu erklären. Sie kann Familien gegeben werden, sie ist deutlich günstiger als die stationäre Behandlung von Kindern. Und sie ist so einfach zu benutzen, dass sie für jede Familie interessant ist. Michel Lescan möchte die lebensrettende Erdnusspaste aber nicht nur exportieren. Er arbeitet daran, dass in den betroffenen Ländern produziert wird und die Menschen lernen, sich selbst zu helfen. Bereits 14 Unternehmen stellen die Paste mit Rohstoffen aus der Region vor Ort her. Das schafft auch Arbeitsplätze. Plumpinot ist ein Produkt. Die Paste ist ein präventives Mittel. Wir hoffen nicht nur zu heilen, sondern Unterernährung zu verhindern. Wir entwickeln also eine Produktlinie, die Krankheit vorbeugt. Mittelfristig sollte sie sich zu einem Lebensmittel entwickeln, das von Familien ganz selbstverständlich zur Vorsorge eingesetzt wird. Für die lebensrettende Erfindung der Erdnusspaste ist Michel Lescan jetzt für den Europäischen Erfinderpreis nominiert, der in diesem Jahr zum 10. Mal verliehen wird. Es ist wichtig, ein Patent als Werkzeug zu verstehen. Es ist wichtig, dieses Werkzeug den Entwicklungsländern zur Verfügung zu stellen. Diesen Menschen den Wert von Patenten aufzuzeigen, ist sehr bedeutend für die Zukunft dieser Länder. Ob er den renommierten Preis erhalten wird, erfahren wir im Juni in Paris. Aber in jedem Fall hat Lescan gezeigt, dass eine kleine Nuss Großes bewirken kann.